Moin, moin, mit hanseatischen Grüßen melden sich die Jungs vom Nerdsblock.net wieder zurück. Mit mir an Bord der Nico. Moin. Ja, danke. Und ich natürlich. Und ja, Roddy und Wolfskin sind quasi wieder auf Neverwinter Nights Push. Und zwar haben wir eine Anfrage bekommen, ob wir nicht vielleicht mal eine Found Request eines unserer Leser quasi spielen können. Das ist uns natürlich eine besondere Ehre, das zu tun. Yep. Es handelt sich hier um den Herrn Ockbrox. Ja, so lustig der Name auch klingt, so lustig klingt schon die Beschreibung seiner Quest oder der Name. Das ganze Ding nennt sich nämlich Mobbing in Frühlingsfels. Ja. Unten links seht ihr im Bildschirm auch den kleinen Extra-Code, den man eingeben kann hier oben, da oben. Wenn man den eingibt und dann Return drückt, dann kriegt man diese Karte quasi angezeigt. Hier rechts auf der Seite, wo die Quest drauf ist. Das Ganze, kleiner Profi-Tipp von einem Kacknoob wie mir, wenn ihr den englischen Client habt, dann müsst ihr natürlich auf Deutsch stellen hier diese Suchfunktion. Ansonsten findet ihr die Karte nämlich nicht, weil die Quest ja auf Deutsch ist. Das hat mich gerade 5 Minuten meines Lebens gekostet. So, ja, ich lese mal eben kurz vor, was hier steht. Herzliche Grüße, gesucht wird ein emsiger Streiter, welcher bereit ist, einige vorlaute Köpfe ohne Reue rollen zu lassen. Es geht um eine private Angelegenheit, Details folgen bei der Besprechung. Ihr findet mich vor der Treibholztaverne, Burkhard Logenfunke. Das Ganze ist eine Saga, die offensichtlich der Autor hier aufbauen möchte, und er nennt sie die Quälgeist-Saga. Er sagt selbst, das ist ein gemütliches Rollenspiel, leichter Schwierigkeitsgrad, etwa 60 Minuten Spielzeit, das werden wir überprüfen. Mhm. Features sind eine liebevoll gestaltete Welt, in der an die 200 Stunden kaffeetriefende Arbeit geflossen sind. Dann ein Humor à la Monkey Island und Discworld, sowie anderen Oldschool-Point-and-Click-Adventures. Antworten für Dialoge im guten, ehrenvoll freundlich und so weiter, und bösem, sarkastisch, geldgierig und so weiter Stil. Das ist halt für Leute, die gerne auf die eine oder auf die andere Weise spielen, ganz gut. Dann Musik. Er hat auch ein Herz für Hühner offensichtlich. Und er schreibt, diese Quest ist vorrangig für Menschen gedacht, denen es um Atmosphäre und interessante, witzige Dialoge geht. Er wünscht uns viel Spaß im Frühlingsfeld, der Wasserfallhöhle und den Rest um uns selbst angucken. Ja, wir haben die Quest schon mal angenommen. Moin! Genau, die habe ich schon. Das klingt auf jeden Fall mal echt interessant und ich sag mal, schlimmer als dieses komische Terrorgewölbe oder was das neulich war, kann das ja nicht werden. Kann es erstens nicht werden. Ich glaube, das wird es auch nicht. Jemand, der so quasi so viel Mühe und Liebe in so ein Ding reinsteckt, dass er sich schon die Mühe macht, die Rechtschreibung zu überprüfen, das spricht schon für einiges. Ist schon mal ein guter Anfang. Oh ja, auf jeden Fall. Na, und andererseits führt er ja da auch Referenzen ins Feld, irgendwie, die legen die Latte hoch, ne? Ja, das ist richtig. Also da kann natürlich auch schnell mal ein bisschen Enttäuschung aufkommen. Vielleicht ist der Humor nicht ganz so groß, aber möglicherweise ist er das schon. Das wäre natürlich echt schön. Und wir hoffen dann natürlich, dass das Video von möglichst vielen Leuten gesehen wird. Und möglichst viele Leute sich diese Karte dann auch zu Gemüte führen. Interessanter Nebensatz übrigens an dieser Stelle. Die Karte ist auch für die tägliche Found Request quasi zulässig. Das ist echt praktisch. Da ist er, der adlige Burkhard. Da gucken wir uns das mal an hier. Euer Gegenüber scheint amüsiert zu sein und lacht vergnügt. Ihr seid wegen meinen Anliegen hier, werte Abenteurer. Sehr gut, aber ich warne euch, meine Aufgabe ist keine leichte. So, dann können wir sagen, wieso lacht ihr denn unaufhörlich? Ich werde gleich ungeduldig, dann zittern meine Fäuste immer so. Und bitte erzählt mir mehr von eurem Anliegen, mein Freund, ja? Ja, du bist der charismatische Halborg und dementsprechend solltest du das Reden übernehmen. Ja, ich werde dann auch Antwort Nummer 2, nee, doch nicht, Nummer 1. Meine Fäuste zittern. Immer mit der Ruhe, Kamerad. Es geht um meinen Onkel Lou. Wie soll ich sagen, er ist etwas besonders. Seine Extremitäten, sie sind... Fast fängt Burkhard an wieder zu kichern, doch er unterdrückt es mühevoll. Sieht ja, was soll ich sagen? Gleich kracht es, sag an. Oder das ist mir zu albern, ich verschwinde von hier. Nein, gleich kracht es, sag an. Er hat die längsten Arme von Abiaturil. Abiaturil? Ich kann es nicht aussprechen. Sie sehen aus wie endlose Schläuche. Es könnte eine wohlgenährte Ogerfrau... Er könnte eine wohlgenährte Ogerfrau umarmen, welche im 30. Monat schwanger ist. Burkhard bricht fast zusammen vor Lachen. Ich weiß auch gar nicht, was er so lustig findet. Wohl ernährte Ogerfrauen im 30. Monat schwanger sind für so einen Halbock eine ganz schöne Leckerbissen. Na und? Mein Onkel wird aufgrund seiner Äußerlichkeiten terrorisiert. Ich mache auch ab und zu meine Witze, aber das, was diese Halunken mit ihm anstellen, geht langsam zu weit. Ständig hängen sie vor seinem Haus herum und rufen Krakenmann oder Affenmensch. Los am Ende, dieser Pöbel raubt ihm den letzten Nerv. Nun wirkt Burkhard betroffen und ernst. Ich verstehe und ich soll ihm die Hinterteile versohlen. So sei es. Sucht das Anwesen von Lou auf, welches im Frühlingsfels liegt. Ich wäre euch unglaublich dankbar, wenn ihr seine Pein beendet. Zerschmettert diesen Terror.
Natürlich wird eure Person auch dem Aufwand entsprechend entlohnt. Mein Onkel besitzt viele Kostbarkeiten. Im Haus hinter mir wohnt mein Bruder. Sucht ihn auf und er wird euch per Kutsche zum Ort fahren. Gehabt euch wohl. Für Schätze gehe ich über Leichen. Ich bin dabei. Blaues Fleckenwunder, sehr schön. Das ist mal Wortwitz. Oh ja. So, ich bin aber ein bisschen positiv überrascht von der Textmenge und denke, ja, ich habe nicht Lust, das Ganze vorzulesen. Deswegen wirst du irgendwie entweder den Sprecher übernehmen müssen für unsere Seite oder du musst den Questgeber bzw. die mitsprechende Person übernehmen. Ja, da du ja der Sprecher für uns bist, also quasi der charismatische Ork-Diplomat, muss ich dann wohl den Questgeber-Text machen. Super, dann machen wir es so. Wo geht's lang? Ach, da. Im Haus hinter ihm. Ja, hier. Du. Geh mal rein. Ja, also in der Tat ist das mal ein etwas anderer Questaufhänger als Hilfe, Hilfe, meine Karawane wird überfallen oder die üblichen Dinger, die irgendwie die alten Leute in Tavernen so erzählen. Oh, ja. Ich bin gespannt. Bisher nimmt sich das ganz gut an. Jo, allerdings. So, wing, wing. Komm, mach. Ach, guck einer an. Hier sind gleich zwei Leute zum Reden. Ich rede mal zuerst mit dem Pferd. Moment, ich habe gerade noch Ladebildschirm. Ja, okay. Irgendwie sieht das Pferd hungrig aus und so merkwürdig es sich auch anhören mag, ihr glaubt in eurem Kopf zu hören, dass es gierig nach Honig ist. Eigentümlich. Tja, da kann ich leider nichts machen. Muss ich erstmal weiterdrücken, mir fehlt der Honig dafür. Aber der kommt vielleicht ja noch. So, dann haben wir hier den Jefferson. Burkhards Bruder macht hier einen Halt, da sein Onkel an einer Pferdehaarallergie leidet. Ihr fragt nach dem Weg. Ach ja, das Haus ist gleich. Plötzlich stoppt er. Hallo, raus mit der Sprache! Dort, Wegelagerer, sie greifen den tollen Begleiter von Lou an. Schnappt sie euch schnell. Perfekt, möge das Schnetzeln beginnen, wildlos Hetz. Oh ja, das passt. Hetz, Hetz. Aber ich muss hier erstmal, ich bin komplett raus aus dem Kampf ziehen. Ich muss mal eben kurz, glaube ich, zuallererst mal eben schnell schauen, welche Tasten waren was. Mit Davy habe ich schon rausgekloppt. Q ist... Links, rechts, oben, unten, zack. Ach, das war Springen, genau. Und man Q merkt, wir haben es hier mit einem echten Profi zu tun. So, okay. Ja, gut. Also hier ist Anton. Wollen wir mit Anton sprechen? Ich bitte darum. Gut. Eieiei, ich danke dir, Menschenwesen. Was ist das eigentlich für ein Viech? Ich kann ihn gar nicht so richtig... Das ist irgendwie so eine Art Steinkobold-Elementargnoll. Was war das für eine Meute? Au. Der Wehrratten aus dem Sporenwald. Banditen, Räuber und Halunken. Eieiei. Ich habe im Dickicht Pilze gesammelt, welche hoch oben in den Bäumen wachsen. Anton ist ein guter Kletterer. Nicht so wie die Ratten. Sie fallen ständig herunter und brechen sich die langen Nasen. Meister Lu schickt mich täglich zum Sammeln. Ei, ei, ei. Und auch die Nagerbande ist verrückt nach Pilzen. Ich esse lieber Steine. Anton ist ein Turm. Ja, Anton ist ein Turmgolem und hat Hunger. Ich spreche von sich in der dritten Person. Ei, ja, ei, ei. Ich habe dieses Prachtstück hier gefunden und wollte es ausgraben. Da kamen die Halunken von hinten und überfielen mich. Was für ein Leben. Anton ist ein Diener und eine Prügelpuppe. Welchen Schmach. Hilfst du mir, den Stein auszugraben, Menschenwesen? Ja, gibt er sich Menschenwesen richtig... ist natürlich in deinem Fall ein bisschen irgendwie... Na, ein halbes Menschenwesen ist er schon, nicht wahr? Nicht? Ja. Also ich sag das mal so, du gibst ja so viel Mühe mit der Stimme, dann mache ich das jetzt auch mal für den Halbbock. Verzeihung, Felsenfratze, aber du zeigst mir jetzt sofort, wo Lou wohnt. Ich habe einen Auftrag. Ei, 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 Anton weiß, wer du bist. Der Krieger, ei. Der Meister wartet schon auf dich. Dort drüben wohnt er. Ich komme mit. Aber du musst meine Beute tragen. Anton ist zu schwach. Der Angriff hat ihn ausgelaugt. Lass bitte den Korb liegen. Mit ihm transportiere ich später den Stein. Mal entscheiden, wie ich mich hier...
Niemals werde ich dein Kram erledigen, Klotzgesicht. Ei, du bist böse. Ja, ist ja schon gut. Ich trage die verfluchten Pilze. Verdammt. Hat mir keine Wahl gelassen. Der hat dich einfach rhetorisch irgendwie völlig an die Wand gespielt. Ja, aber das Schlimme ist, der war auch mir echt Mörder überlegen rhetorisch. Hab ich hier, guck mal, da hinten sind nochmal Bären. Oh ja. Wusch. Tot. So, der ganze Angucken und sowas machen wir dann, würde ich sagen, fast später, wa? Zack. Also das lässt sich bisher tatsächlich sehr gut an sogar. Also erstens sind das mal nicht so Standardgegner hier, habe ich das Gefühl. Hallo, was ist das denn für einer? Redundante Spuren. Spurenblut. Steh doch dran. Na, natürlich. Komm mal zurück hier, Freund. Kaputt. So. Gut. Ja, was wollte ich sagen? Es lässt sich in der Tat sehr gut an. Da drüben ist übrigens irgendwas, was schimmert. Gleich mal gucken. Selunes grüne Tränen pflücken. Aha. Ich habe Selunes Träne gepflückt. Wo auch immer das gut für ist. Muss auch mal sein. Aber hier müssen wir gar nicht hin. Wir müssen hier irgendwo das Treffen mit Lu. Da ist er, oder? Hier durchs Blumenbeet einmal wackeln und da steht Lu. Ja. Ist er das? Ja, ich muss mir noch eben eine Stimme für Lu überlegen. Moment. Ja, meine Fresse hat der lange Arm. Ah, nee, der kniet. Er steht hinter so einem Holzstück. Na, ihr seid es. Mein Neffe hat euch geschickt, nicht wahr? Wunderbar. Bravo. Ich kann es nicht fassen. Ich durfte beobachten, wie ihr beinahe die ganze Spurengruppe auseinandergenommen habt. Unfassbar. Das ist nicht möglich. Niemals hätte ich gedacht, dass diese Schurken Einheit geboten wird. Lu könnte weinen vor Freude. Danke für die Pilze. Danke, dass ihr Anton gerettet habt. Danke, danke, danke. Ich greife dir gerne unter die ich helfe gerne, wenn das Gold stimmt. Wiau. Beim stinkenden müsste Lu ins Wort fallen. Fall mir nicht ins Wort, wenn du Lu schon ins Wort fällst. Aber da steht, ich muss... Komm dir gleich rüber. Beim stinkenden Troll. Ich glaube, es hackt. Wir hocken doch hier nicht etwa unter deiner hängenden Toilette, oder? Lu guckt euch ein wenig verärgert an, doch führt nochmal fort. Willkommen im richtigen Frühlingsfels, ehemals ein Ort der unendlichen Entspannung. Ist in Bezug auf eine Latrine auch irgendwie ganz interessante Wortwahl. Jedenfalls. Eine Oase für die Seelen, der Rückzugspunkt der Reichen und Schönen. Dieses Tal ist umringt mit den edelsten Niederlassungen und damals verzauberte es mit seinem imposanten Wasserfall, dem kleinen Wäldchen und der allgemeinen Atmosphäre all seine Anwohner und Touristen hier. Doch die Zeiten haben sich geändert. Das strahlende Gesicht verdunkelt sich. Raus damit! Die Knorpelkinds, eine eigentümliche Sippe. Er verzieht angeekeltes Gesicht und Verachtung lodert in seinem Blick. Sie machten sich im Wald breit, eine schrecklich primitive Familie. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es Menschen sind oder weißhäutige Goblins. Weiß ein Tiefling, woher sie kamen und woher sie stammen. Auf jeden Fall sorgten sie für Ärger und Müll. Ja, Müll! Überall verteilten sie ihre ekelhaften Abfälle und sie pinkelten und koteten in den Wald. Habe ich mich verlesen. Scheißegal. Durch die Dünste wucherten Schimmelpilze an den Bäumen. Ratten wurden angezogen. Die Sporenwaldbande. Diese dreckigen Nager. Sie fanden Gefallen an dem Tal. Und auch sie machten sich breit. Tja, so laufen die Dinge. Aber wann komme ich ins Spiel? Euer Gegenüber spricht einfach weiter. Jetzt musst du echt ganz schön viel lesen, ne? Kann das sein? Wenn du Abwechslung brauchst, das ist richtig. Das passt schon. Es ist traurig. Die Rattenbande sorgte wiederum dafür. Warte mal, ich habe, glaube ich, die Stimme so ein bisschen. Ich war eher so beim Paten. Ja. Sorgte dafür, dass zwielichtige Riesen und einige Orks dieses Land durchqueren. Aber das ist ein anderes Thema. Ihr seid vorrangig hier, um euch die Quälgeister zu um die Quälgeister zu kümmern, die mich täglich ärgern. Verdammt mich. Jetzt gerade stehen sie hinter meinem Haus und belagern den Platz, in dem ich immer mein Krafttraining absolviere. Es sind die Kinder der Knorpelkinds. Sie haben mein Schlafzimmerfenster mal wieder beschossen. Als ich geschaut habe, ob sie vor meiner Tür stehen,
Der habe ich euch kommen sehen und mich hier versteckt. Schnell, beeilt euch, genug geredet, holt sie euch. Ihr seid ein Segen. Ich werde mich so lange etwas entspannen. Ohne Dreiviertel der Sporenbrutbande geht das bestimmt schon viel besser. Na endlich, ich werde sie zerquetschen. Ja, zerquetschen. Zerquetschen. Quetschen wir hier. Quetschen wir mal da, oder was? Ach, da sind sie schon, wa? Da ja. sind sie schon. Woohoo! Smack! Hey, bleib hier, du Sack. Unfassbar, wollte der fliehen oder was? So, jetzt haben wir die. Was ist denn. Wer zum. Was hat er denn hier gebastelt? Brennt das hier? Ist das was? Nee, einfach nur ein leuchtender Fels. Oder das ist hier dieser Code, von dem sie alle sprechen. Ach. Ui, das wäre aber ein ganz schön großer Codehaufen. Ja. Ein Ort der Entspannung, ne? Ja. Tja, Gut, also, wir sollen uns neue Anweisungen abholen. Echt? Ja, aber da. Aber da hinten, da vorne, hier ist noch was, irgendwie. Hier oben ist noch was. Zum Interagieren. Hast du den Dialog? Du musst hochspringen und F drücken, dann kriegst du den Dialog. Da ist nämlich ein totes Huhn. Ah. Dieses Huhn wurde von den Kindern des Knorpelkinds an eine Wand geklatscht und musste sterben. Was wollt ihr mit dem armen Ding machen? Es hier verrotten lassen. Rot was anderes an? Es tut mir schon leid. Moment, ich muss mir erstmal den Dialog wieder besorgen. Ja. Sieht witzig aus. Womöglich wäre es angebracht, das Tier zu begraben, damit es einen ehrenvollen letzten Abgang feiern kann. Das hört sich annehmbar an. Dann nehmt euch das Huhn und begrabt es im Hinterhof bei der Wiese. Weiter. Gut. Haben wir das Huhn jetzt? Ich schätze schon, weil man hier graben kann. Potenzieller ja. Platz für ein Grab. Press oh gut. F zu buddeln. Buddeln wir mal. Schnuppidu, Schnuppidu, ich buddel. Ich buddel. La la la. Sie können diesen Gegenstand jetzt nicht verwenden. Da Fug? Kann ich auch nicht. Na gut, dann reden wir doch erstmal hier mit Tessa von der Grünen Aue. Ja. Ich probiere es gerade nochmal. Nö. Das klappt nicht, lieber Questersteller. Es klappt irgendwie nicht. Vielleicht probieren wir es später nochmal. So, Tessa von der Grünen Aue. Es ist wunderschön, dass ihr Lou eine Hilfe seid. Er ist wirklich ein bezaubernder Mensch. Ich bin gerade bei ihm zu Gast. Wusstet ihr, dass er äußerst abenteuerlustig ist? Erzählt mir mehr! Er reist um die ganze Welt und ist sehr wissbegierig. Am liebsten sammelt er alte Artefakte und Fundstücke von den seltsamsten Orten. Seien es Phasen, Pergamentpapiere oder ganze Gesteinsformationen. Lou ist ein begeisterter Sammler. Wenn es sein muss, bestellt er 3 Kutschen zu den abgelegensten Plätzen, nur um ein Zwergenmonument herauszukarren. Oder heranzukarren. Oder wie auch immer zu karren. Schaut euch gerne hier auf dem Grundstück um. Überall findet ihr einzigartige Gegenstände. Leider wurde ihm das Ganze als Jugendlicher zum Verhängnis. Nun ja, Lou hat es gut verkraftet. Was ihm viel mehr zusetzt, ist die Klemme, in der sich seine Heimat befindet. Weiter! Hatte Glück, dass die Ungetüme der Zeit das Tal aufsuchen nicht sonderlich interessiert sind an seinen Reichtümern. Die Ratten haben nur Pilze im Sinn und Raum, jegliche Nahrungsmittel und Kleidung. Auch die Knorpel kannst du dir bescheiden. Wären die echte Räuberbanden unterwegs, dann wäre du an Lus Anwesen schon längst leer geplündert. Er gibt ihnen die Reste seines Essens, einfach Klamotten und glänzende Gegenstände, dann hat er relative Ruhe. Doch die Verschmutzung und das Mobbing lasten schwer auf ihm.
Selbst die Wachen der Oberstübchens können unsere Peiniger nicht niederstreichen. Aber nun seid ihr ja hier. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ich habe bereits viel von euch gehört und bin mir sicher, ihr schafft es, uns endlich zu befreien. Lasst mich euch jetzt schon für eure Dienste danken. Viel Erfolg für eure Mission, bei eurer Mission, wie auch immer. Wolfskin. Könnt ihr mich nun bitte weiterziehen lassen? Das Gerede interessiert mich kaum. Was ist euch denn für ein Ogar über die Leber gestampft? Missbedingt mustert euch Tessa von oben bis unten und wendet sich ab. Weiter. Ich dachte, die heißt Tessa von der grünen Aue, nicht von oben bis unten. Ja, aber weißt du? Ja, ich bin ein sehr freundlicher Halborg, wie man merkt. Ja, dann versuchen wir doch nochmal hier das Viech zu begraben. Aber hallo. Grab, grab! Nein. Ich kann den Gegenstand jetzt einfach nicht verwenden. Übrigens, das hier ist dann ja wohl offensichtlich die Felsformation, die er angekarrt hat hier. Schätze ich mal. So, jetzt müssen wir irgendwie neue Anweisungen holen. Das gibt's. Die gibt's hier hinten irgendwo. Ah ja. Ach, guck einer an. Ach nö. Lalalala. Hast du heute Lust gehabt zu baden? Ich schon. Wuhuhu. Schon wieder. Ich bade nicht schon wieder. Da, jetzt bade ich. Patsch, 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 patsch. Oh, hier, guck mal. Hallo. Guten Tag, meine Damen. Sie sind klein und untersetzt. Was sind das für... Das sind Zwergen, Igitt. Ich geh weg hier. Zwergen. Nee. Nein, Lu. Lu, der Lu lässt sich entspannt auf der Wasseroberfläche treiben und seufzt erleichtert. Ihr tippt ihn vorsichtig an. Warte mal eben kurz, soll ich vielleicht die blauen Texte machen und du nur die weißen, dass du wenigstens ein bisschen weniger lesen musst? Ich würde sagen, den nächsten NSC, den ich noch nicht gelesen habe, den liest du dann mal. Alles klar. Und ich kann mir hier irgendwie nochmal was von diesem komischen Kiwi-Zeug in die Figur drücken. Geil. Lu, ach nee, das hatte ich schon. Er stürmt wohl ich muss schmunzeln, dass ich das noch erleben darf. Es muss ein Traum sein. Ihr seid die größte Wohltat, die Frühlingsfels hier erlebt hat. Ich konnte seit Jahren nicht mehr in Ruhe meine Knochen in diesem prächtigen Thermalbecken wärmen lassen, weil ich voller Sorge war. Doch nun, Held, ich werde euch dafür immer danken. Aber ich hätte wieder verfinstert sich seine Mimik. Ich hätte einen Tipp für den, ne? Klamotten ausziehen beim Baden. Aber... Nicht, wenn da Bekloppte auf dem Motorrad vom Fenster langfährt und nicht, wenn da Zwerge mit im Wasser sind. Das... Oh, bei den Zwergen im Wasser gut. Ich habe zum Glück einen Kettenriss dran. Aber... Nun ja, dieses Tal würde über euch legendäre Gedichte und Gesänge verfassen, falls ihr diese Lande endgültig befreit. Bitte, tötet die Mutter der Rattenbande. Ihr habt schon ihren Liebling Dante Spurenbrut beseitigt. Und wenn ihr dieses Monster besiegt habt, dann erlegt ihr die Alte erst recht. Sie dürfte nur noch 2 bis 3 Anhänger haben. Und falls diese auch verschwinden, ja, dann hättet ihr die ganze Sippschaft beseitigt. Das wäre die Krönung. Er grinst breit und zufrieden. Dann gehen seine Augen vor Begeisterung weit auf. Bling! Bling! Wenn ihr denn noch Vater und Mutter Knorpelkind vertreiben könntet, meine Güte, dann wäre dieser Ort so gut wie neu. Oder eher so gut wie früher. Held, bitte, tut uns den Gefallen. Mischt die letzten Reste dieses Abschaums von der Landkarte. Würdet ihr das tun? Aber nur, weil ich heute äußerst blutdurstig bin. Ihr seid ein regelrechtes Tier, im positiven Sinne. Mein Golem hat der Kampf mit der Bande ordentlich zugesetzt. Bitte füttert ihn und haltet ihn auf. Er mag es, seinen Rücken geschleift zu bekommen. Ihr findet ihn bei seiner Golem-Hütte. Wenn er wieder bei Kräften ist, kann er euch durch einfache Magie den Weg zur Spurenbrut und den Knorpelkinds zeigen. Ihr werdet einen magischen Pfad erblicken können. Möge das glücklich Holz sein. Ihr findet mich später zu Besuch bei den Appelshaus von Oberstübchen. Kommt heile zurück. Okay, ich hoffe, ich bekomme dann schon die ersten Taler. So, jetzt aber nichts wie raus aus dem Wasser. Oh ja, meine Füße weichen schon auf. So. Sprech mit Anton, dem Steingolem. Anton hatten wir vorhin schon mal, der stand ja hier vorne rum, aber jetzt ist der woanders hin. Ja, es blinkert hier irgendwie im Wasser, in irgendeine Richtung. Ich habe die Spur verloren. Hier ist schon wieder so eine Träne. Willst du vielleicht so eine Träne auch pflücken? Ja, ja, man weiß ja nie wofür. Und so Göttin Tränen brauchen kann. Ja, da ist er.
Da steht. Oh, jetzt können wir vielleicht das Hühnchen begraben. Ich probier's nochmal. Besser das Hühnchen als den Klappstuhl, ne? Nee, geht nicht. Wahrscheinlich müssen wir doch noch irgendwie das Hühnchen hier oben aufheben, kann das sein? Ja, ja, natürlich. Man muss das Hühnchen erst noch aufheben. Eingewickeltes Huhn. Ich nehme mal alles mit. Meine Güte, sind wir blöd. So, pass auf. Hühnchen in Erde. Wie ein kleiner Hund mache ich das. Oh. Du hast auch noch Blümchen gefeinst. Oh, ist das mit dem Hühnchengrab können wir jetzt auch noch interagieren. Oh, das ist niedlich. Vorher muss ich was anderes machen. Blumen, hässlich, kaputt riechen. Pfui, nein. Hast du gerade kaputt riechen gesagt? Ja. Ihr Orks habt wirklich ganz schön seltsame Kampftechniken. Das ist das Grab. Dies ist das Grab von. Tja, wie hieß das Hühnchen wohl? Möchtet ihm einen Namen geben? Chicky Mickey, Chick a Go, Chicken King, Halber Hahn, Freddy oder Hubert? Hubert? Ich finde das finde ich echt ganz witzig. Hubert. Ein Hubert. Wahrhaft. Ein ganz klar Hubert. Ein wahrhaft robuster Name. Ruhe in Frieden, Hubert. Das ist echt niedlich gemacht. Gut, hier, pass auf. Anton, der Tongolem. Ja, ich muss mich jetzt versuchen, an die Stimme zu erinnern. Mein Magen knurrt, meine Stimmung ist im Keller. Anton geht es nicht gut. Welcher da sein? Ei, ei, ei. Wir bauen dich jetzt wieder auf. Wo gibt's dein Essen? Das ist ja granitmäßig stark, Menschenwesen. Gleich neben uns ist ein magischer Stein, durch den ich besonders aufgepäppelt werde. Schlag einfach einige Brocken ab. Ei, yam, yam. Bin dabei. Hätte er auch selber machen können. Soweit ist es ja jetzt nicht. Ja, die schwere Aufgabe macht natürlich der Halborg. Ja. Arbeite für mich, kling, Sklave. Klong, kling, klong, kling, klong. Ach, der war wahrscheinlich gerade bei Dings und hat gesehen, dass wir online gekommen sind. Also du. Ja, füttern wir den doch mal, wa? Lecker Steine, ich danke dir. Habe keine Angst, Anton wird gleich vor lauter Magie und Stärke lodern. Ei, ei, ei. Ist ja gut jetzt. Zeig mir deinen krustigen Rücken und bring wir es hinter uns. Ich schleife dich, Felsfratze. Wie bitte? Anton hat wohl nicht richtig gehört. Welch ein Frohlocken, ey. Selten hast du einen Felsbrocken so fröhlich erlebt. Schau nur kurz, ob der Schleimstein nicht von den Knorpelkinsen manipuliert wurde. Oft hängen Stöcke im Mechanismus oder sie kleben Ausscheidungen an die Oberfläche. Ei, ei, ei. Wenn du meinst. Ja, überprüfen wir den mal. Einwandfrei. Man kann das Gerät ohne Probleme in Betrieb nehmen. Weder Fäkalien noch anderer Schabernacke sabotieren den Schleifer. Weiter. So. Ach. Jetzt ihr dreht den Hebel des Schleifsteins so schnell ihr könnt. Ihr kurbelt mit voller Kraft, sodass regelrecht Schotter rumfliegt. Ah, das ist klasse. Yeah. Tut es gut. Oh weh. Aufgeladen und entspannt. Anton steht zu deinen Diensten. Sei still und führe mich nun zu den Ratten und Rednecks und halte ja deine Schlucht auf dem Weg. Okay, an dieser Stelle mal eben ganz kurz zwischengesagt, ne? Das Quest-Design und die Ideen, die der Herr Ockbrox hier so präsentiert, sind ziemlich fortgeschritten für jemanden, der irgendwie so mit solchen Sachen nicht professionell rumdabbelt. Jedenfalls nehme ich mal an, dass er nicht professionell macht. Sehr geil. Und ich muss sagen, um sich sowas einfallen zu lassen, muss man in etwa so bekloppt sein wie wir. Ja. Das finde ich großartig. Ja, ich glaube, da haben wir es auch mit einem Nerd zu tun. Ja, das mit dem Schleifstein ist auf jeden Fall an dem Rücken, das ist großes Kino. Ja. Ganz großes Kino. So, jetzt passe ich hier unten nicht rein. Doch, passe ich. Hier liegt einer. Potz, Rattenschreck. Dann rede ich mal mit dem, wa? Jetzt übernehme ich natürlich das Reden für uns und du als Geschichtenerzähler und so weiter. Jawohl. Ich habe keine Lust mehr auf euch, ihr Diebe. Ich ziehe davon weg von dieser Bande. Ich bin frei. Ich werde durchs Land ziehen wie ein Vagabund. Jawohl. Freiheit. Freiheit. Jo, da bist du aber weit gekommen, nicht?
bis unter die Terrasse vom Longarming Lou. Respekt, du Rebell. Das war's. Das hat ihn jetzt nicht so beeindruckt, scheinbar. Müssen wir wohl eine andere Gesprächsoption nehmen, wa? Nö, das sind alles endgültige. Ja, der schläft hier einfach nur. Wir haben einfach nur mit ihm gequatscht. Gut. Muss auch mal sein. Ja, hier glühen noch ein paar.